Willkommen zurück zu Kontrast. Ja, ich würde sogar behaupten, Finalfolge, aber schauen wir mal. So, hier können wir auf jeden Fall den Schatten ein wenig anheben. Damit werden wir mal die Kiste anders platzieren. Werden wir die Kiste mal hier hinsetzen. Und mal hoffen, dass wir die da nach oben bekommen, nach oben buxiert bekommen. Ich glaube zwar nicht. Doch, damit haben wir die Kiste oben. Das ist schon mal supi, weil dann können wir nämlich die Kiste hier oben gleich platzieren. So, nehmen wir sie doch mit. Und, okay, da kommen wir noch nicht drauf. Wir müssen die Kiste erstmal weiter transportieren. Und hier müssen wir den Schatten erweitern. Hoppala. Was ist los? Dann schauen wir doch mal. Wir müssen... Tja, wo müssen wir denn hin? Ah, so, okay. Sehr schön. Wir müssen natürlich die Lichtquellen erweitern. Und werden jetzt erstmal die Kiste in die Schattenwelt transportieren und dort drin lassen. Und dann mal schauen, was wir damit tun können. Wie weit wir damit gehen, weil wir müssen aufpassen, die Wand dreht sich, ja? Boah, das war ein Fehler. Das war zu schnell des Guten. Zu schnell des Guten. Also werden wir da nochmal die Kiste nochmal aufnehmen. Aber das ist, glaube ich, vom Grundansatz her ist es, glaube ich, schon mal richtig. Denn wir müssen die Kiste auf jeden Fall ohne uns darüber transportieren. Die Frage ist nur, wie. Probieren wir das mal aus. Sieht aber gut aus. Aber die Kiste fällt da unten runter, oder? Kann das sein? Dass die Kiste dort unten runtergefallen ist? Moment. Wo ist die Kiste hin? Ja, die Kiste ist runtergefallen. Ja, super. Und jetzt? Och nein. Jetzt sag mir nicht, das Spiel ist jetzt zu Ende. Na toll. Ich werde einfach mal den Lichtstrahl mal auf den richtigen Punkt setzen und mal hoffen, dass wir die Kiste da bekommen, aber anscheinend nicht. Ja, ich mach mal den hier. Juhu! Tja, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass, tja, wo ist jetzt die Kiste hin? Jetzt sag mir nicht, die Kiste ist verschwunden. Das glaube ich jetzt nicht, ne? Die Kiste ist doch tatsächlich aus dem Level gefallen. Das glaube ich jetzt nicht. Oh Mann, ey, Leute. Das ist jetzt nicht euer Ernst, ne? Wie soll ich denn das Spiel jetzt überstehen, wenn die Kiste aus dem Level fällt? Tja. Zum letzten Speicherpunkt werde ich dann nochmal zurückgehen. Bleibt mir ja nichts anderes übrig, denn ihr habt selbst gesehen, die Kiste ist einfach aus dem Level gefallen. Ist auch ein bisschen schwer zu sehen dort hinten, muss ich ja mal dazu sagen, um da die Kiste richtig zu platzieren aus der Schattenwelt. Und ich bin mal gespannt, wo das Spiel uns jetzt hinführt. Das ist natürlich jetzt ärgerlich, weil wir eigentlich so gut unterwegs waren. Bin mal gespannt, wo wir jetzt sind. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Okay, also müssen wir nochmal wahrscheinlich alles nochmal von vorne machen. Nun gut. Es geht ja eigentlich relativ zügig. Wir wissen jetzt, was wir zu tun haben. Und dann schauen wir mal. Jetzt müssen wir natürlich erstmal wieder auf Didi warten. Ich werde jetzt die ganzen Szenen überspringen, weil wir die ja alle schon kennen. So, also nochmal rein in die Schattenwelt. Dann müssen wir das Licht aktivieren.
So. Und dann werden wir wahrscheinlich den Leuchtturm wahrscheinlich aktivieren und dann wird die Show weitergehen von Vincenzo. Und wir haben damit dann wahrscheinlich Johnny gerettet, aber. Hoppala. Aber dazu erstmal später mehr. Jetzt müssen wir, wie gesagt, erstmal die Kiste wieder in die Schattenwelt reinbringen. Wir haben erstmal jetzt hier eine Aufgabe. So. Und wir wissen natürlich oder haben rausgefunden, dass Dawn die Assistentin, die verschwundene Assistentin von Vincenzo ist. So. Dies werden wir wieder ausrichten. Die Kiste nehmen wir wieder auf und werden die Treppe damit runterlassen. Sehr schön. So. Dann, was stand jetzt an? Achso, wir müssen wieder zurück. Genau. Sehr schön. Die Kiste mitnehmen. Die ist aber auch stark, diese Frau. Und jetzt passt das natürlich auch mit dem Outfit, dass sie halt, ja, eine Assistentin von eines Zauberers ist. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie kann sie nur. Huch, was denn jetzt? Okay, da war ein kleiner Fehler. Wie kann sie nur so angezogen sein? Aber jetzt wissen wir es natürlich. So, springen wir mal in die Richtung. Dann fehle ich auch nicht wieder. So wie jedes Mal, wenn der Reflex spielt. So. Ich hoffe, die ganzen Sammelobjekte hat er noch drin. Nein, natürlich nicht. Das heißt, wir müssen die ganzen Sammelobjekte nochmal einsammeln, oder? Moment. Ne, die haben wir alle. Okay. Also fehlt uns nur eins und ich habe eine ganz große Vermutung, dass es genau das Sammelobjekt ist, was in dem Zirkuszelt gewesen ist, was ich mal gesehen habe in einer Folge. Und zwar was hinter der Bühne war im Zirkuszelt. Naja gut, das ist natürlich ärgerlich. Fehlt mir eins. Na gut, vielleicht werde ich es irgendwann mal privat nochmal holen. Und um da vielleicht eine Trophäe für bekommen, weil da wird es wahrscheinlich eine Trophäe von geben. Ich weiß auch gar nicht, ob ich bis jetzt alle davon habe. Ich bin ja sowieso kein großartiger Trophy-Sammler und kein Trophy-Jäger, wie viele auch. Naja, schauen wir mal. Auf jeden Fall geht's jetzt weiter und ich hoffe, dass wir das schaffen. Denn wir wissen natürlich jetzt, was auf uns wartet, wie wir da die Kiste nach oben bugsieren können, um dann den Leuchtturm zum Leuchten bringen. Das werden wir jetzt natürlich machen. Aber erstmal müssen wir unten alles wieder aktivieren. Hoppala. So. Das hat wunderbar geklappt. Also, auf geht's wieder nach oben. Und ja. Müssen wir erstmal hier wieder hin. Das sieht nicht gut aus, das sieht gar nicht gut aus. Das klappte beim letzten Mal irgendwie besser. Aber jetzt, aber jetzt, aber jetzt, aber jetzt, aber jetzt. So. Jetzt sind wir wieder hier. Jetzt ist die Kiste auch wieder da. Da unten steht sie. Jetzt werden wir die Kiste natürlich erstmal aufnehmen. Und werden sie erstmal wieder da hinten platzieren, weil die muss ja sowieso erstmal wieder hier hin. Zack. Und wir werden hier erstmal das Licht umbugsieren, dass wir dort hinten wieder einen Scheinwerfer haben. In die Schattenwelt reingehen, die Kiste platzieren, raus und anfangen zu justieren. So, das machen wir mal. Hallo? Sehr schön, die Kiste ist oben, das heißt, wir können hier unten den Scheinwerfer schon, beziehungsweise diesen Scheinwerfer schon mal aktivieren. So, und jetzt natürlich ganz vorsichtig, wie weit müssen wir denn da? Okay, wir müssen bis da hinten hin. Müssen wir natürlich aufpassen, dass wir da jetzt keinen großen Fehler machen. Dass wir da diesmal, aber das ist auch ein bisschen mit der Kamera ein bisschen blöd, weil wir sehen da nicht viel. So, probieren wir es mal. Erstmal bis da. Ich sehe nämlich nichts, das ist das ja.
Ich sehe nicht, wo die Kiste ist. Das ist das Problem. Ich glaube... Nein. 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 Wir haben sie aber... Da drüben liegt die Kiste. Das heißt, wir haben sie unterwegs verloren. Okay. Alles auf Anfang. Nochmal von vorne. Gott sei Dank ist sie nicht runtergefallen. Somit haben wir... Haben wir da keine Probleme mit? Oder müssen wir vielleicht darüber laufen? Aber ich kann es mir schwer vorstellen. Weil dafür reicht der Schatten, glaube ich, gar nicht. Ne, ich glaube, wir müssen die Kiste schon darüber tragen. Ah, yes! Yes! Wunderbar, die Kiste ist richtig darüber geflogen. Oder richtig aus dem Schatten gefallen. Das war ein kleiner Lucky Strike, sozusagen. Warum es hier leuchtet, weiß ich auch nicht. Aber wir haben die Kiste hier drüben und können jetzt den Schalter aktivieren. Wunderbar. So. Unsere nächste Aufgabe. Puh. Das muss ich selber erstmal schauen. Ich glaube... Tja, wie müssen wir denn da... Wir müssen auf jeden Fall da drüben rüber, glaube ich. Uah. Okay, das war falsch. Das war definitiv falsch. Ich weiß, wie kommen wir denn da rüber? Hier. Uah, Mist. Ich sollte vielleicht ein bisschen schneller drücken. Ist das wirklich so gewollt, dass wir da rüber springen? Uah. Einmal nur drücken, Reflex. Einmal nur. Okay. Okay, das ist, glaube ich, richtig. Puh, das wird nicht einfach. Das sehe ich jetzt schon. Aber das ist richtig. Ja, sehr schön. Wunderbar. So, die Frage ist, was... Oh. Wo sind die jetzt hingesprungen? Nein! Was soll denn das? Och, Mann. Das gibt's doch jetzt nicht. Es kommt doch relativ spät... Uah. Puh. After a few days, the princess got to wondering. Why are the Ikes trying to give her away? Ich frage mich, wo wir die Leuchtkugeln herkriegen sollen. Weil man sieht, es gibt angeblich noch zwei Leuchtkugeln in diesem Level. Steht zumindest unten. Oh Gott. Hehe. Okay, das war noch relativ einfach. Und jetzt? Wo muss ich denn jetzt hin? Okay, ich glaube rüberspringen und dann durch den Schatten. Und nu? Okay. So, dann werden wir die Treppe raufgehen. Vielleicht ist es auch so gemacht, dass halt Dorn halt nicht mehr raus kann aus der Schattenwelt. Oh, ups, okay. Und wir jetzt versuchen, oder beziehungsweise Dorn jetzt versucht, wieder rauszukommen aus der Schattenwelt. Und deswegen das... Uah. Die, die ihr hilft, quasi. Okay. Das sieht ganz gut aus. Puh. Vielleicht brauche ich meine Familie, damit alles wieder gut geht. Oder alles wieder gut wird. Puh, spannend, spannend, spannend. Aber ich würde sagen, das Finale schauen wir uns in einer weiteren Folge an. Wir machen hier eine kleine Pause. Und wir sehen uns dann, ja, hier bei Contrast wieder. Und dann glaube ich mal, dass es jetzt zum Finale übergeht. Und das in einer weiteren Folge. Also, schaltet auch wieder ein. Wenn es heißt Contrast, das Let's Play. Macht's gut. Tschüss.